Hallo Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Part für Let's Play Rail Racers 2. Dadurch, dass mit meinem letzten Part ein paar Probleme aufgekommen sind, wo ich das ja dann auf einmal alles neu machen musste. Na okay, was heißt ganz neu? Ich muss den ganzen Mars einfach nur wieder neu spielen. Das habe ich jetzt auch einfach gemacht. Spiel fortsetzen. Ich habe jetzt nichts gemacht. Ich habe alles genauso gemacht, wie ihr das im Let's Play auch gesehen habt. Ich habe die zwei Bonus-Sachen gemacht. Ich habe dieselben Sachen verbessert. Das Schild und den Motor einmal. Die goldenen Steine habe ich gesammelt. Die hatte ich auch schon vorher gesammelt. Ja, sonst ist alles gleich. Nur, dass wir jetzt gegen den Endgegner treten können. Weil das hätten wir ja normalerweise jetzt sowieso gekonnt. Also, auf geht's. Moment. Auf die Uhr gucken. Wann habe ich angefangen? Vor einer Minute, sage ich jetzt mal. Dann mache ich so eine Scheißzeit. Wir haben heute Sam. Sinister. Nein. Samstag. Morgen arbeiten. Besser gesagt heute. Schön. Ja, wir haben Samstag. Wir haben es 2.22 Uhr Samstag. Weil nachts ist einfach schöner zu Let's Playen. Mach ich 59, okay. Oh ne, mach ich eine gerade Zahl, mach ich einfach 3 Uhr Schluss, fertig. Endgegner vom Mars. Ihr kennt euch noch an einen anderen Endgegner erinnern, der mit seinem verbesserten Motor. Ich will jetzt nicht mal wissen, was für einen Namen der hat. Du bist ein guter Fahrer, Bocky, aber es ist, mein Fahrzeug ist unzerstörbar. Willst du wirklich gegen mich antreten? Hallo, kein Auto ist unzerstörbar. Herausforderung angenommen. Okay, Auto. In Klammern Auto. Wer sagt denn, dass mein Fahrzeug ein Auto ist? Auf zum Rennen! Ja, Leute, der hat jetzt einfach mal so ein riesen fetter Walker, gegen den wir antreten können. Und der wirklich, wie er schön sagt, unverwundbar ist. Wie geht überhaupt nochmal was? Außer, dass er uns gerade zu Tod zertrappelt hier. Hingucken. Y war, glaube ich, reden. Und Leertaste war abfeuern, okay. Alles klar. Ja, also an ihm schmuggeln wir uns jetzt mal kurz vorbei. Und ist mir scheißegal, ob seine Karre unverwundbar ist oder so. Ich werde trotzdem mal einfach mal auf ihn abfeuern. Ich finde die Musik geil, auch wenn die ziemlich leise ist, die man wahrscheinlich nicht hören wird. Ist mir egal. Wo ist der denn? Das ist am Arsch der Welt. Ha, da kommt er. Okay, wir sind etwas zu schnell, Leute. Aber ich werde meine Motoren noch tausendmal verbessern. Weil ich glaube, viermal können wir den noch verbessern. Ich habe ja keine Teile verloren. Es sei denn, wir mal sowas, dann verlieren wir natürlich. Obwohl, er ist immer noch am Arsch der Welt. Alter. Geht unser Königskarre echt ab hier. Autsch. Noch ein Teil verloren. Und am Ziel. Wir haben gewonnen. Erste Runde. Ach, wozu gucke ich nach hinten? Ich habe doch eine Karte da unten rechts. Wie macht man den Lego-Schub? Achso. Also wir sind wirklich zu schnell, Leute. Ohne Witz, wir überrunden den ja vielleicht sogar noch. Vielleicht schaffen wir es ja sogar, wenn wir keine Fehler machen. Wenn wir keine Fehler machen. Hust, hust. Also ich habe ihn wieder viel schwerer Erinnerung, aber okay, wir haben auch alle unsere Motor verbessert. Oh Mann, und da im Hintergrund läuft gerade ein Horrorfilm. Besser gesagt, das ist die Wiederholung eines Horrorfilms. Ich habe sie nämlich gesehen, aber meistens läuft der Horrorfilm, der danach kommt, also die Wiederholung, ist meistens immer uncut. Da kommen meistens voll die geilen Stellen, die sie nochmal beim ersten Mal ausgelassen haben. Ja, heute ist ein schöner Tag. Ey, Leute. Das eine, das was mich am Spiel so übelst ankotzt ist,
dass die während im Rennen diese Bonuswirbelstürme nicht ausgemacht haben. Ich bin dann nämlich, während ich, ouch, versucht habe, wieder hierher zu kommen, also das Spiel ist abgestürzt, darum muss ich ja alles normal machen, was auf dem Mars hier abgegangen ist. Und in einem Rennen war das so, dass ich einmal kurz vom Kurs abgekommen bin und genau in so einen Wirbelsturm reingefahren bin. Ja, das Bonusspiel hat gestartet und das Rennen war vorbei. Ohne Witz, Leute. Da habe ich nur gesagt, fick dich, Spiel. Ah, scheiße, jetzt habe ich Anzweigung nicht bekommen. Das war meine scheiß Räder zu schlecht. Weil dahinter ist auch wieder der Wirbelsturm. Da war es der zweite gewesen. Und den bin ich auch reingefahren. Hinter dem Wasserfall da. Aber so schwer ist es dort nicht, aus der Kurve rauszukommen. Dann ist man gleich hinter dem Wasserfall und man ist im Wirbelsturm. Wohin, Mensch? Ich habe das Gefühl, dass die Musik in der letzten Runde immer lauter wird. Jetzt höre ich es auf einmal ganz gut. Oh, wo zur Hölle fahre ich lang? Aber egal, ich sag doch. Alles schön auf dem Motorhorn. Seht, ich wäre schon wieder fast reingefahren. Alter, die Richtung hat gestimmt. Autsch, da verlieren wir einen Mattel. Okay, Leute, das war etwas einfach. Wie bitte? Das kapiere ich nicht. Wie hast du mich denn besiegen können? Mein Eck ist ist doch angeblich unschlagbar. Ha, unschlagbar schon. Aber nicht schnell genug. Tja, das hat er nun davon. Sieht aus, als hätte Riegel den Schutzschildgenerator seines Mech abgeworfen. Was meinst du, Rocky? Wollen wir uns den mal ausleihen? Warum nicht? Los, den schnappen wir uns, solange er weg ist. Siehst du? Genau wie ich gesagt habe, das ist ein Schutzschildgenerator. Der macht dein Auto viel stärker, Rocky. Komm, fahren wir zurück nach Sandy Bay, Kumpel. Ich hoffe, Riegel hat nichts dagegen, dass wir uns das Ding besorgen. Ich muss ihn zurückbringen, wenn ich ihn nicht mehr brauche. Ach, ja, als ob ich nochmal auf den Mars fliegen würde, um kurz mal dem Typen sein Ding mitzubringen. Gute Arbeit, Bruder, mein Freund. Du hast diese Welt geschafft. Jetzt solltest du nach Sandy Bay zurückkehren. Von dort aus kannst du in die andere Lego-Welten reisen. Und wie ihr seht, oben links ist jetzt das Schutzschild-Ding auch farbig gemacht worden. Also, jetzt fehlt uns eigentlich lediglich nur die Reifen. Okay, verpissen wir uns. Möchtest du nach Sandy Bay zurückkehren? Nee, dann wäre ich da nicht durchgefahren. Und wir haben unser billiges Polizeiauto wieder. Oh, das heißt Polizeiauto, das ist mein Auto. Das ist kein Polizeiauto. Wo führt uns der Fall überhaupt hin? Ich weiß es nicht. Ich folge ihn jetzt einfach mal. Und fliegen wir so richtig hoch. Okay, was heißt hoch? Ich glaube, wir sind richtig. Ja, oh, voll auf die Röhre, ey. Ich glaube, wir sind aber richtig, weil wir müssen ja mit dem Schiff fahren. Und hier ist das Meer, irgendwie das, ja, das weite, offene Meer. Das weite, offene, blaue Meer. Ah, ne, mit dem Helikopter fliegen wir da hin, ach so. Hi, Rocky, sieht aus, als hättest du genug Goldsteine zusammen, um in die Aztec-Welt zu kommen. Möchtest du jetzt dorthin? Nö. Jo, Alter, was geht? Jetzt bin ich mal ein Pilot. Einfach mal so. Viel Glück, Rocky! Also, ich weiß, wie man mit einer Rakete fliegt, ich weiß, wie man mit Zeppelin fliegt und ich weiß, wie man mit einem Helikopter fliegt. Also, was weiß ich denn alles? Und ich hasse Schnee. Aha. Und Leute, ihr wisst, was gleich kommt, ne? Neue Welt. Das bedeutet auch wieder ein neues Auto. Oh, scheiß Pissschnee, da kotzt mich jetzt schon alles fertig, euch. Ich werde jetzt schon mal irgendwo rumschlittern. Ich weiß, dass es hier aber nur scheiß Autos gibt.
Schade, dass die Schwerkraft hier wieder normal ist. Sonst würde ich einfach mein Auto von Mars mitnehmen. Eskimos! Arztik. Oder Arktik. Mit dem Eis ist... Achso, scheiße. Ja, jetzt haben wir hier so coole Skiteile. Mit so Skier drunter. Oh, so richtige Raupen haben wir jetzt hier auch. Also Kettenräder, Raupenräder. Das Ding könnte ich eigentlich nehmen, aber da haben wir irgendwie so wenig Platz zum Bauen drauf. Das, ja, da haben wir schon ein bisschen mehr Platz zum Bauen. Gibt's noch was? Da finde ich aber auch zu wenig Platz zum Bauen. Ja, Leute, ich nehme hier einen Panzerwagen, ey. Damit räume ich die Gegner einmal aus dem Weg. Räume ich keinen Schnee weg, sondern die Gegner hau ich weg. So, jetzt haben wir auch wieder neue Teile. Lass uns mal wieder gucken, was wir hier alles Neues haben. Naja, sieht scheiße aus. Oder? Nee, Moment mal. Das kriege ich eigentlich... Aber wie baut man jetzt hier wieder, ey? Ich weiß es nicht. Wieso geht denn das alles nicht? Ja, muss ich wahrscheinlich höher bauen. Ha! Aber nee, das ist dieser, irgendwie ist dieser Wagen voll riesig, ohne Witz, Leute. Was ist das für ein fettes Teil hier? Was ist das denn? Geile Sache! Anderes Schutzschild. So ähnlich wie unser altes. Nur viel größer. Das nehmen wir. Es ist alles wie ein scheiß PC. Ich müsste irgendwie erstmal höher bauen. Irgendwie an den Seiten irgendwie müsste ich höher bauen. wie wär's, wenn das hier hinbauen? Nein. Okay. Ist die Frage jetzt erstmal, was bauen wir da drauf? Das ist eine riesen Monsterfläche. Ohne Witz. Was haben wir hier alles? Oh. Lichter. Lämpchen. Die wir definitiv wieder bauen werden. Ich muss mir jetzt gerade bildlich vorstellen, wie mein Auto aussehen soll erstmal. Ja, also ich glaube, ich baue wirklich so einen richtigen Panzerwagen, ey. Seitlich und hinten baue ich so richtig eine Wand. Allerdings weiß ich nicht, welche Farbe das Auto haben soll. Soll es weiß haben oder soll es schwarz haben? Also wenn ich weiß nehme, bin ich gut getarnt von anderen Gegnern. Nö, Leute. Aber schwarz sieht allgemein immer besser aus. Ich bin eher ein Schwarz-Fan. Auch wenn wir die Steine jetzt von oben gar nicht sehen, die sind trotzdem da. Aber irgendwie so viele Teile gibt es hier nicht mehr. Die ist irgendwie weggegangen oder so. So ein paar Teile vermisse ich irgendwie. Das geht? What? Das ist doch scheiße, diesen blöden befickten PC da vorne. Geht das überhaupt? Moment mal, Leute. Kurz mal probieren, so Just for Fun, ob es überhaupt geht. Das ist jetzt unlogisch, wieso geht denn das nicht? Das ist sogar nicht mein Weg. Wieso geht das jetzt? Achso, weil mein Kopf da im Weg war. Dann müsste ich ja noch neue höher bauen. Ey, das ist ja zu scheiße. Das ist ja scheiße, ey. Hä? Kann ich die Chassis gar nicht mehr ändern? Ja, zum Kotzen.
Oh Leute, ich sehe schon kommen. Rest des Parts hängen wir wieder hier und versuchen irgendwie hier ein neues Auto zu bauen. Das wird lustig. Oh ja. Wir können nur so wenig Teile benutzen. Das wird nicht aufgehen, das weiß ich jetzt schon. Elf Teile können wir noch benutzen, das ist doch gar nichts. Mein Knilch sitzt irgendwie zu weit vorne. Er müsste einen Tick weiter hinten sitzen. Ich meine, das sieht doch zum Kotzen aus. Das sieht doch scheiße aus. Was ist das für ein Ding? Nee. Gibt's denn was dickeres noch? Gibt's vielleicht so ein 4x3 Stein? Das wär natürlich geil. Es gibt natürlich nur 2x4, das ist scheiße. Steine hier. Nee, gibt's natürlich nicht. Okay. Dann nehme ich auch gleich einen. Nein, ich nehme schwarz. Weil einfach. Vier? Oh, Leute! Versprecht euch hier nicht. Verspricht euch jetzt hier nicht die geilste Karre überhaupt oder so, weil es geht irgendwie nicht. Das geht einfach nicht. Da tut mir aber leid. Mal 3, wo bist du? 1, 2, 3, 1, 2, ohne Ei. Oh, jetzt haben wir es aber. Meine Fresse. Ach, Mann, ey. Unser Gesicht ist ja immer noch nicht geschützt. Vorne ist doch voll das Loch drinne, wo uns der Wind da ins Hirn fegt. Seht euch das mal an, das ist doch scheiße aus. Und vorne kann ich nicht zumachen, diesen Kack-Computer da. Warum haben die da so einen scheiß QEC gemacht? Ich denke, das ist eine. Ich denke, ich kann die einrichten, Mensch. Okay, Leute, das kann ich wirklich vergessen. Ich kann ich aufgeben. Blaue Scheibe kann ich nicht machen. Das ist einfach. Ah, ich kann doch die ändern. Ich kann doch die Chassis wählen, ist ja geil. Ich denke, das geht nicht. Ist ja egal, Leute. Oh, nehme ich ja immer das Ding. Da sind ja schon ein paar Teile drauf. Das ist nicht schlecht. Das ist eine komische Ebene. Wie eine hügelige oder sowas. Auf jeden Fall ist es gleich viel einfacher, jetzt da was drauf zu bauen, ohne Witz. Ah, ich muss an den Seiten irgendwie was drauf bauen. Das Ding ist zu fett. Die Scheibe. Müsste irgendwie an der Seite noch einen drauf bauen. So ungefähr. Mach ich doch einfach. Ja, Leute, also das wird schon gleich viel besser werden. Ich möchte meine blaue Scheibe haben. Und wenn ich mir irgendwas im Kopf gesetzt habe, dann mache ich das auch. Bäm! Und jetzt sind wir von vorne gut geschützt. Ja. Jetzt haben wir es eigentlich schon fast geschafft. Jetzt haben wir schon alles. Mal so viel können wir gar nicht drauf bauen. Leider. Okay. Scheibe, geh mal kurz weg. Was ist das denn?
kann ich irgendwie zur hinten benutzen, irgendwie zur Verteidigung. So, so, so oder so. Ah, nee. War eh nur just for fun gerade. Das geht sogar noch, ich glaub's nicht. Weil die Teile brauchen wir einfach. Können wir eigentlich... Warum nicht? Okay, Brainfuck. Wie mach ich das jetzt? Ich muss hinten noch einen Platz frei haben. Das heißt, Vierer kann ich nicht nehmen. Dann muss ich Dreier nehmen. Wir haben ja genug Steine übrig. So. Und jetzt einen Zweier nehmen. So dass ich hinten noch einen Platz frei habe. Wisst ihr? Versteht ihr? So, jetzt haben wir nämlich hinten noch einen Platz frei. Einen extra Platz. Wo ich auch gleich nochmal in der Mitte was drauf donnern kann eigentlich. Ich weiß gerade nicht was. Am liebsten würde ich einfach so ein paar technische Computersachen dahin ballern oder so, aber das haben wir hier glaube ich gar nicht. Als erstes muss einmal die Scheibe drauf, nicht, dass ich da auch irgendwas Dummes da vorne mache. So. Moment mal. Irgendwas kann ich doch da noch hinbauen. Moment, da sind noch zwei Plätze frei gewesen, glaube ich. Machen wir ein bisschen Licht, so dass man ein bisschen dunkel gucken kann. So. Jetzt baller ich das. Müsste es eigentlich immer noch drauf passen. Ha! Unter der Scheibe. Ha! Nein, nichts. Wo ist denn jetzt diese... Ja, die nehmen wir natürlich auch wieder. Aber wo ist denn jetzt... Wo ist überhaupt die jetzt hier? Das muss es hier sein. Ah, haben wir es doch. Die Teile brauchen wir doch einfach hier. Nein, brauchen wir nicht. Ah, scheiße. Jetzt könnten wir dann auf den anderen Teil nichts draufbauen. Wo waren jetzt diese zwei Teile, die ich bis jetzt auf jede Karre geballert habe? Die zwei Lichter da. Nein, nicht die Lichter. Teelichter. Dann halt hier. Diese blöden Flaggen, die haben wir seit es den ersten Ding gibt. Seit es unsere Sandy Bay Auto gibt. So, jetzt aber. Oh, wir können gar nicht da hinten drauf, weil ich glaube es nicht. Oh, was ist denn das für eine Scheiße? Egal, Leute. Es geht anders. Es geht auch anders. Hab mir schon was eingeplant. So, hä? So, gell? Jetzt nehmen wir, damit das dann immer noch eine platte Ebene ist, suchen wir uns jetzt, falls es das überhaupt gibt, was es eigentlich geben muss. Ansonsten nehmen wir eine andere Farbe als weiß. Los, komm schon. Irgendwie gibt es das nicht. Warum nicht? Was haben wir hier für einen Scheiß? Hier war ich noch ganz selten. Na, nee, hier gibt's das nicht. Dann muss eine andere Farbe nehmen. Hier muss ich Orange nehmen. So, dass es so eine platte Ebene ist. Versteht ihr? Und ich dann das Teil benutzen kann oder das da draufstellen kann, sodass es eine glatte Ebene ist. Jetzt will ich an der Mitte noch irgendwas drauf klatschen. Aber was ist die Frage? Jetzt passt da noch irgendwas schönes, großes Ding. Irgendein großes Ding passt jetzt hier noch in der Mitte. Aber es gibt nichts Großes.
sowas wie unser Propeller, wisst ihr? Das war... Das passt eh nicht. Irgendwas... Wie unseren fetten Propeller, den wir im ersten Teil hatten. Auf dem Mars. Hey, gibt's hier nichts Großes. So doof. Nein. Ja, los, komm schon. Man, kann man sich nicht schneller bewegen, das Ding? Nee, Leute, hier gibt's keine großen Sachen. Nix. Alles nur so kleine Futzelteile. Den Scheiß, den ich nicht brauche. Zu kotzen. Ich weiß nicht, was ich da noch draufstellen kann, so zum Schluss. Ich brauche überall mindestens zwei Teile noch dafür. Seht ihr? Ich kann nur noch ein einziges Teil benutzen. Das ist doch scheiße. Das ist doch alles scheiße. Was ist das für ein Teil? WTF? Ich dachte, das Ding wäre irgendwie in der Mitte oder so. Was ist das für ein Teil? Nein. Was? Nein. Was ist so klein? Ach, scheiß drauf. Ach, eine neue Welt, Leute. Und jetzt haben wir noch 12 Minuten zur Erkundung. Yeah, das ist also das Arktik-Foyer. Stimmt, genau, mein Freund. Hinter jedem Tor ein Rennen und ich bin immer für dich da, wenn du mich brauchst. Du weißt ja, wenn du die Welt erforschen kannst, du eine Menge finden. Ich werde dran denken, wenn ich Hilfe brauche, komme ich dich besuchen. Vielen Dank, Sparky. Keine Ursache, Sparky, viel Glück. Jetzt haben wir erstmal so eine komische Karre mit so einer Schneeschippe vorne, da können wir sogar richtig die Gegner wegrennen. Ist das eine Statue von Rocket Racer oder was ist das? Tatsache, Rocket Racer, da stand RR drauf. Okay. Hey Kumpel, brauchst du Hilfe? Na, lass mal rüberreichen den Stoff. Gucken wir uns mal, wie die Welt so aussieht. Auf jeden Fall gefallen mir die Wolken, weil ich liebe es, wenn die Wolken so grau sind, so dunkel. Das finde ich voll geil. Müssen wir uns allerdings erstmal die ganzen drei Steine suchen, plus die zwei... Okay, jetzt ist es schon mal eindeutig nicht. Aber ich sehe von hier schon einen goldenen Stein. Kurz mal einen Rückspiegel anklicken und schon haben wir ihn. Da. Ich weiß nicht, ob es da Wasser unten oder... Nee, da war kein Wasser. Boom. Abgestürztes Flugzeug. Herkommen? So, jetzt haben wir noch, brauchen wir noch zwei Wirbelstürme und zwei goldene Stähne. Was haben wir hier Schönes? Flugzeug, die Propeller sind an. Will das losfliegen? Nimm mich mit! So ein Penner. Ich ramm damit so ein fettes Fahrzeug gegen. Und da passiert nichts. Das Flugzeug bewegt sich keinen Zentimeter. Na, Alter. Habt ihr aber schöne Häuser hier. Auf die Einrichtung wäre ich gespannt. So. Fahren wir mal hier oben drauf rum. Ups, eigentlich wollte ich unten bleiben, aber oben bleiben, aber egal. Weil hier muss es doch irgendwo noch was geben. Hier ist es ein richtiges Labyrinth aus Eis oder so. Zwar wäre es jetzt einfacher, wenn man jetzt oben wäre, aber egal. Upsala. Ich bin mit der Karre voll im Schnee drin. Am liebsten will ich ja noch gerne alles jetzt machen. Ich will jetzt am liebsten noch die zwei goldenen Steine sammeln und dann noch die zwei... Kann ich da hoch? Okay, nee, das ist eindeutig zu steil. Oh, die zwei Wirbelstürme finden.
wenn ich jetzt wüsste, wo die sind. Auf dem Mars kannte ich mich einigermaßen gut aus. Bei Sandy Bay konnte ich mich sehr gut aus. Bei Dino Island kannte ich mich eigentlich auch relativ gut aus. Aber hier, scheiße. Im Inneren des Berges gibt es eine Menge merkwürdige Dinge zu sehen. Das heißt, entweder ein Wirbelsturm oder ein goldenen Stein. Das heißt also im Inneren des Berges. Hier. Und ich verwette meinen Arsch, ganz oben auf der Bergspitze ist irgendwas. Entweder ein Wirbel oder ein goldener Stein. Entweder oder. Ganz oben auf dem Berg drauf. Da fahren wir jetzt mal hoch. Weil da können wir hoch. Also wenn es hier nichts gibt, dann soll er mich doch einen Arsch fressen. Was? Hier da, was? Ey, hoch hier. Da muss es doch was oben geben. Aber wenn es nicht ganz die Bergspitze ist, irgendwo hier auf dem Berg muss doch was sein. Oh nein, will nicht nach unten. Also als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, Mann, das war... Okay, da war ich auch ein kleines Kind, da habe ich irgendwie voll Schiss gehabt. Weil unter dem Eis da immer was war, das U-Boot. Aber trotzdem hat mir das immer voll Angst gemacht. Diese komische Gepiepgeräusche, oder ganz plötzlich guckt da auf einmal so ein Fernrohr raus und das geht dann wieder runter. So, okay, was gibt's denn hier zu sehen? Kristalle. Eiskristalle. Wertlos. Sehen schön aus, aber... Kann ich da rein? Jo, kann ich. Ha! Wirbelsturm. Also, Bonusspiel Nummer 1. Nummer 1. Hallihallo, was ist denn los? Warum so besorgt? Da braut sich ein Sturm zusammen, Borki, und zwar ein richtig großer. Und was ist daran so schlimm? Na, wir haben über der ganzen Insel Wetterballons, die uns helfen, das Wetter zu untersuchen. Aber dieser Sturm ist viel zu stark, er wird alle unsere Ballons fortwehen und es dauert ewig, bis wir neue bekommen. Das ist auch schwer, Ballons herzukriegen. Können wir einfach alle einholen? Ich fürchte, dafür bleibt nicht genug Zeit, Borki, der Sturm bricht gleich los. Dann hole ich sie für euch. Ich bin der schnellste Fahrer von allen. Ich schaffe das schon rechtzeitig. Wenn du das tun würdest, wären wir für dir wirklich dankbar. Okay, Kumpel, folgendes ist zu tun. Die Wetterballons sind auf der Leine, Katamakia. Fahr durch die Insel durch und bin zur Basis zurück. Kapiert, sonst noch was? Ja, je mehr Ballons du transportierst, desto leichter wird dein Auto. Du könntest sogar davon getragen werden. Also achte auf die Wachfahrzeuge, wenn du dich an den Schnapp verlierst, du bla bla bla. Ja, Leute, er hat's gesagt. Je mehr Ballons wir sammeln, desto leichter wird unser Auto, tatsächlich. Ist mir wirklich mal aufgefallen. Obwohl wir unser Karre ist eigentlich ziemlich, dürfte eigentlich relativ schwer sein, also. Kannst du dich mal verpissen? Scheiß Schneesturm, Sturm sieht man ja gar nichts hier. Gibt's hier auch diese Arschratte aus dem Mars, der mich da ständig gerammt hat? Bestimmt, dann nur, dass er jetzt ein anderes Fahrzeug hat. Habt ihr den gesehen, ey? Leute? Das Auto wird leichter? Heilige Scheiße! Leute, ich kann gar nicht mehr lenken. Du solltest die Ballons abwerfen. Oh shit, ey. Geil. Das, okay, daran kann ich mich gar nicht erinnern. Ich kann maximal nur... Ja, schön, dass man mir das sagt. Ich kann maximal 4 tragen. Als ob mein fetter Panzer hier auch sowas von übelst leicht wäre. Also mal im Ernst. Und das kapiere ich nicht. Es dauert zu lange, die Wetterballons mit der Leine einzuholen. Was dauert daran bitte lange? Einfach mal kurz so einen Wetterballon so einzuholen. Als ob das tatsächlich länger dauern würde, dass ich mit Fahrzeug hier überall rumfahren muss. Kreuz und quer. Ey Leute, ey, die Lenkung, ne, ist unmöglich. Wie viel muss ich überhaupt... Achso, 8. Okay, dann geht's ja noch. Da muss ich ja nur 4 tragen. Okay, die hätten wir schon mal.
Aber man sagt ja nur... Oh! Ha! Zwei Fliegen mit einer Klappe. Goldstein und ein Bonusspiel. Nee, sieht man ja gar nichts hier. Ach, da liegt er. Herkommen. So eine schwule Arschratte. Was? Der Penner ist einfach respawned irgendwo. Mein Wasserballon ist, glaube ich, gerade unterm Eis gerutscht. Der ist weg. Hä? Bin ich hier bekloppt hier? Wo sind die Scheißteile? Also wenn das Spielstufe schwer wäre, hätten wir schon längst verloren, Leute. Sollte mir bei Spielstufe schwer nicht so ein Scheiß passieren. Ohne Witz, wie langsam wir fahren müssen, wenn wir hier mal jetzt alle, wenn wir schon vier Ballons haben. Unnormal. Fliegen wir jetzt schon fast davon. Wuhu! Okay, Vollgas da rein. Okay, das ging ja nochmal. Gut gemacht. Große Klasse, Blocky, du hast unsere ganze Arbeit gerettet. Haben wir ein Vergnügen. Das Vergnügen ist ganz auf unserer Seite. Zum Dank bekommst du einen Autobonus. Leistung. Voll reinhauen. Wir müssen ausmachen. Will aber noch einen letzten Stein haben. Irgendwo, irgendwas auf dem Schiff dort, was man da in der Mitte, auf der Mitte des Bildes sehen konnte. Irgendwo auf dem Schiff war noch was. Ich glaube, da war ein Dings. Der zweite Wirbelsturm war da. Hier ist das Schiff. Oh, da ist der zweite Wirbelsturm. Hahaha. Und ich glaube, der goldene Stein war auch dort. Ich glaube, ganz oben auf dem Deck oder so. Ha, da ist er. Ja, Leute, damit haben wir alles. Die zwei Wirbelstürme und die drei goldenen Steine. Kommen wir da hoch? Das ist doch zum Kotzen. Oh, das fahr ich ins Wasser rein. Ist mir zu kalt, da will ich nicht rein. Ich hatte so eine schöne Felljacke an, oder was das ist. Kann man da hin? Ach so. Marsarbeit hier, Leute. Ohne Witz. So, jetzt fehlt uns noch der Wirbelsturm. Aber den können wir noch ein nächstes Mal holen. Und nächstes Mal kommen dann auch die Rennen. Vielleicht sogar schon Endgegner. Weiß ich nicht, weil die Rennen dauern ja eigentlich nicht so lange. Auf jeden Fall, da oben ist der zweite Wirbelsturm. Okay, Leute. Erforschung, Ben. Bist du sicher? Ja. War ja relativ einfach. Okay, da ist der Pot für die zweite. Die drei goldenen Steine haben wir alle. Und den Wirbelsturm und der grüne, wissen wir, wo er ist. Haha! Hey, komm, brauchst du Hilfe? Speichern! Ja. Weiter. Jetzt speichere ich auch nochmal, weil es so schön war. Spiel gespeichert. Danke, am Verwenden. Ja. So, Leute. Das war League Racers 2, Part Nummer, keine Ahnung. Ich glaube Part Nummer 6 oder so. Ich weiß es nicht. Ach ja. Okay, Leute, ciao, bis zum nächsten Mal. Da wird es dann auch ein bisschen spannender, weil da kommen dann die Rennen, die ganzen Rennen gegen die Dullis hier auf. Arctic, whatever. Ciao.